und hiermit ein herzliches Hallo zu Assassin's Creed Syndicate. Es war versprochen, dass es nach Tomb Raider kommt. Und es ist jetzt das neue tägliche Projekt, was jetzt jeden Tag kommt, außer freitags. Assassin's Creed Syndicate, ich freue mich schon so lange darauf, das endlich zocken zu können. Und ich freue mich jetzt, dass wir jetzt endlich anfangen. Und ja, dann drücken wir einfach mal A und fangen einfach an. Juhu, ich freue mich so auf dieses Spiel. Ich freue mich schon seit einer Ewigkeit auf dieses Spiel. Das glaubt mir kein Mensch, wie sehr ich mich darauf freue. Die Geschichte ist ihr Spielplatz. Abstergo. Abstergo. Loading. Willkommen, Assassin. Hallo Novize. Vor kurzem begann die Forschungsabteilung von Abstergo einige neue Projekte in London. Wir wissen beide, wenn Abstergo aktiv wird, dann haben die Templer etwas vor. Wir glauben, dass sie einem neuen Eden-Splitter auf der Spur sind. Ich habe Leute in London darauf angesetzt. Bishop, Jacob und Evie Fry sind Zwillinge. Wie geil ist das denn? Apropos, mach die Kameras fertig, Bax. Ich hab ein nice. Bild. Nice. Wann schickst du die Daten? Sind unterwegs. Das ist eine Menge. Ich werde sofort die Novizen drauf ansetzen. Juhu. Du siehst komisch aus mit einer Waffe. Noch eine kleine Wanze anbringen und dann mal sehen, was sie uns zeigt. Ich hab was. Isabelle Ardant hat hier eine Verabredung mit irgendwem. Da steht nicht wer. Da steht nicht, mit wem, Rebecca. Oh. Aber es ist wohl Bishops Job, das rauszufinden. Moment, euer Auftrag lautet, findet Infos zu einem Edensplitter in London. Haben wir. Und jetzt würde ich gern das neue Spielzeug probieren. Was denn? Was ist das für ein Spielzeug? Ich möchte es gerne wissen. Es gefällt mir nicht, wenn die beiden vom Plan abweichen. Nun ja, wir können nur tief durchatmen und weitermachen. Du suchst nach dem Edensplitter in den Erinnerungen von Jacob und Evie Fry, Assassinenzwillinge aus dem viktorianischen London. Der erste Satz Erinnerungen wurde heruntergeladen. Viel Glück. Oh, es geht los. Oh, sieht das nicht schön aus. Bruder George, es kam wie befürchtet. London ist gefallen. Dreimal schrieb ich dir und bat um Hilfe. Dreimal hast du geantwortet mit Schweigen. Und doch schreibe ich dir erneut, so verzweifelt bin ich. So wenige Auswege sehe ich. Ich brauche dich. London braucht dich. Ich brauche dich. Du würdest sagen, die Aufgabe ist zu schwierig. Oder dass es nicht der richtige Zeitpunkt ist. Zu Geduld würdest du mir raten. Doch während du wartest, festigen die Templer ihre Macht. Sie haben einen neuen Großmeister gewählt. So skrupellos, so gründlich, dass man meinen könnte, Reginald Birch selbst sei zurückgekehrt. Sein Name ist Crawford Starrick. Und er will die ganze Welt beherrschen. Es gibt keinen Bereich der Gesellschaft, den er nicht kontrolliert. Keine Industrie kann sich seinem Einfluss entziehen. Bei Tage sind es gewissenlose Händler und korrupte Politiker, die bei ihm Hof halten. Und des Nachts verbreitet eine berüchtigte Straßengang namens The Blighters Angst und Schrecken in den Herzen der Bevölkerung. Es gibt kein Geschäft, das er nicht vergiftet, keine Person, die er nicht missbraucht hätte, sei es durch falsches Spiel oder rohe Gewalt. Und zusätzlich hat unser Feind es auch noch auf das höchste aller Ämter abgesehen. Und während du dich nach innen wendest, darf ich wagen, es zu behaupten, aus Angst wendet sich Crawford Starricks Ehrgeiz neuen Ufern zu. Zu Ländern und Kontinenten, die bislang unbesiegt waren. Nicht mehr lange, denn er weiß, wie ich es dir sagte, wieder und wieder und wieder, wer auch immer London beherrscht, beherrscht die Welt. Eieiei. Der hat irgendwie so ein richtiger Pornobart, finde ich. Ich glaube, ich nenne ihn Pornobart. Also Starrick alias Pornobart. Mr. Pornobart. Ich werde ihn so nennen, Mr. Pornobart. Er nennt mich an einen Pornobart. Okay, zu viel Pornobart. Hui. Ferris Ironworks, Crydon, 19... Oh, konnte ich nicht mehr lesen. Hier wird das Eisen verladen. Der Templer, der hier das Sagen hat, ist Rupert Ferris, unser erstes Ziel.
Nummer zwei ist Sir David Brewster, der in den Besitz einer Sache kam, die uns in diesem Krieg ruinieren könnte. Denkt ihr beide, ihr schafft das? Was für eine Frage. Oh, richtig. Mein Fehler. Meine Damen und Herren, die unaufhaltsamen Fry-Zwillinge. Erleben Sie sie allabendlich im Covent Garden. Auch gut. Dieses Spiel sieht so geil aus, so nice. Es hat einfach so einen geilen Style. George, ernsthaft? Ich habe mir die Laborpläne angesehen und kenne jeden Weg. Und ich habe alles, was ich brauche, hier bei mir. Ich richte Ferris deine Grüße aus. Später, George. Wir müssen den Zug erwischen. Jacob! Evie! Möge das Credo euch leiten, ihr Galgenstrecke. Galgenstrecke? Armer Kerl. Noch ängstlicher als sonst. Die Zeit war nicht gnädig zu ihm. Evie Fry, woher hast du das nur? Vom selben Ort wie du, Jacob. Viel Spaß. Stirb nicht. Sterben ist nicht so mein Ding. Obwohl ich da ziemlich gut drin bin, muss ich sagen. Rupert Ferris, habt ihr das gelesen? Ich hab's gelesen. Und wir gehen natürlich durchs Fenster. Alles klar. Typisch Assassin. So. Dauert das noch lange oder geht's hier bald weiter? Rupert Ferris. Er hält die anderen von der Arbeit ab. Stopft ihm das Maul und repariert die Maschine. Und bringt mir Laudanum für meinen Kopf. Macht Mensch. Nur ein wenig Geduld. Dann ist er tot. Ich kenne das Spiel schon bis zur zweiten Sequenz. Ich habe es kurz angespielt. An Weihnachten. Weil ich habe es zu Weihnachten gekriegt. Und die Steuerung finde ich eindeutig besser. Mit A schleichen wir. Sieht aber nicht aus wie Schleichen, oder? So, und man kann auch natürlich wie immer Parcours laufen, ne? Hier natürlich wieder mit meiner Lieblingstaste. So. Und wir haben natürlich, wir haben natürlich auch wieder den Adlersinn, wie man es aus Assassin's Creed kennt. So. Und man kann ja jetzt allerhand hochklettern. So, und wir müssen das da erreichen. Tut mir leid, Freunde. Tschüss. So, ich glaube, das wird ein super Let's Play. So. Abgeschlossen. Ed wird super. Was glaubst du, was du da machst? Schlafen? Aufhören, bevor wir Ärger kriegen. Niemand kommt rein oder raus, außer es gibt ein Problem. Ich halte die Maschinen an, die Tür öffnet sich und ich habe einen Weg zu Ferris. Die sollen die Maschinen sabotieren. So, halten Sie RT gedrückt zum Parcourslauf. Okay, das habe ich ja schon die ganze Zeit gemacht, so ist das ja nicht. So, wo war unsere erste Maschine? Da drüben ist die. So. Ging das nochmal mit B? Ich glaube, ich drücke die falsche Taste. Ja, ich habe das gedrückt. Wir halten alles an. Da fliegt mir eine Idee zu. So, und als nächstes müssen wir nach da oben. Naja. So, wir tun natürlich vor allen Augen alles so sabotieren. Das ist natürlich total toll. Das müsste ich jetzt ein bisschen gewöhnen, weil ich eben noch Uncharted zu Ende gespielt habe. So, eine Sache müssen wir noch sabotieren. Hallo, wink mich zu. Hallo, hallo. Ich möchte auch winken. Ich möchte zurückwinken. Dann halt nicht. So, B. Wir haben mal wieder alles kaputt gemacht. Alles. Tja. Was soll denn das? Wer ist dafür verantwortlich? Und tot. Wer bist du? Der Hygienebeauftragte. Da hat er recht. Dieser Mann ist tot. Du bist der tote Mann. Hau ab nach Hause, Junge. Gleich wirst du ihn meistens. Und wir verprügeln ihn natürlich. Was haben wir denn gedacht?
Die Sequenzen sehen einfach so gut aus. Ich finde es übrigens sehr toll, wie sie das anzeigen mit dem Konter. Finde ich jetzt übrigens super. Sieht das nicht gut aus? Mann, sieht einfach so geil aus, dieses Spiel. Ja, ihr kriegt auch Ärger. Sie können ihn tragen, können wir ihn auch ausblendern? Nö, okay. Dann halt nicht, wir müssen nach da vorne. Tschüss. So. So, alter Assassin's Creed Revelations Manier natürlich wie immer. Und ich krieg irgendwie immer X. Keine Ahnung warum. Oh, sieht das nicht schön aus? Ich bin einfach eine kleine Schönheitsschlampe. Es ist halt einfach so. Ich muss noch etwas weiter nach oben. A drücken. Und einmal darüber. Ach, der klettert so schön. Wie der olle Klöckelalfchen im CO. Halte RT, L und D für Bakolov nach unten. Nice. Jetzt kümmere ich mich um dich. Entdeckung Tutorial. Gegner, die sie sehen können, schöpfen Verdacht. Wenn sie in deren Blickfeld bleiben, werden sie aggressiv und greifen an. Ja, das haben wir schon gemerkt. Gehen sie hinter eine Deckung, um Gegner abzuschütteln. Sie werden dann ihre letzte bekannte Position untersuchen. Alles klar. Ups. Das war ein alter Reflex. Tschüss. Es war echt ein alter Reflex. Echt? Ich habe noch nichts gemerkt. Mal sehen, gehen wir mal nicht direkt drauf. Und gute Nacht, mein Freund. Schlaf gut. Die Eingeweide raus? Ich sehe nichts. Okay. Und wir renken ihm schön die Schulter aus. Plündern halten. Achso, man kann doch plündern mit B. Lange halten, gedrückt hatten. Achso, also wie bei Revelations. Alles klar. Habe ich schon wieder alles vergessen. Ups, Entschuldigung. Wieder das falsche. Ich blicke irgendwie immer X anstelle B. Schlimm, schlimm mit mir. Wenn sie mit A schleichen, sind sie schwerer zu entdecken und sie können sich schneller bewegen. Echt? Der Schleichring zeigt Gegner über und unter ihnen. Achso, halten Sie hinter einer Deckung LT gedrückt, um zu zielen, drücken Sie dann RT, um Messer zu werfen. Messer werfen war ich ja noch nie gut, ne? Da ist unser Ziel. Ja, du bist mein Ziel, Junge. Hier, komm, stirb. Ich liebe solche Spiele. Ich liebe einfach Assassin's Creed, das ist so cool. Nichts stört eine gute Diskussion mit meinem Nachmittagsmuntermacher. Dann Lux Lord Lisa. Ja, mein Besucher. Den treffe ich auf jeden Fall. Boah, ja. Ich liebe das Spiel jetzt schon. Keine Zeit. War das überhaupt ein Feind? Ja, ne?
Wir müssen nach da oben. Stirb du! Du stirbst zuerst, bevor ich sterbe. Yeah, baby. Gute Nacht. Na, wir hätten ihn nicht töten müssen, aber ich wollte ihn töten. Man kriegen die Gegner, indem sie mit dem Adlerauge ansehen. Markierte Gegner sind auch durch Wände hindurch sichtbar. Alles klar. Gut, dann wissen wir das auch. Ich habe das irgendwie nie gemacht mit dem Markieren. Das ging ja auch schon bei Revelations, glaube ich, oder so. Aber ich war nie gut da drin. Entschuldigung, Junge. Verprügelt ihr ein Kind? Der Spaß ist vorbei. Hier wird gearbeitet. Wir werden euch Kinder schön einreiten. Kann ich ihn nicht angreifen? Ich möchte Kinder retten. Mr. Ferris belohnt schnelle Arbeiter. Streckt euch an! Das ist böse, man greift keine Kinder an. Och, die armen Kinder. Das ist wohl die Kinderarbeit hier. Die armen Kinder. Das ist mir beim ersten Anschlag gar nicht aufgefallen. Wo die haben Kinder. Ich bin ja nie sehr leise. Im Schleichen war ich noch nie gut. Falls euch das schon mal aufgefallen ist bei Assassin's Creed oder bei Tomb Raider. Mr. Ferris, eliminiert Robert Ferris. Der Knabe aus der Fabrik sollte vom Apotheker verbunden werden. Gut. Aber kürzt ihm den Lohn. Yes, Sir. Kürzt ihm den Lohn? Was ist denn das bitte für ein Chef? Ein Scheißchef ist das. Okay. Schön. Es wird Zeit für die Endabrechnung, Mr. Ferris. Ja. Attentate Ferris aktivieren. Alles klar. Machen wir doch mit links. Machen wir mit links. So. Schön ist, man kann jetzt auch überall lang gehen. Das ist so schön. Nicht überall, aber man kann halt auch oben rum gehen, um nicht erwischt zu werden. Also man kann eigentlich so gut wie vieles machen. Einmal runter, Junge. Okay, wir schleichen uns jetzt lang, obwohl hier eigentlich kein Typ ist. Auch der. Guten Abend. Ach, dieses Englisch ist einfach so schön. Oh Mann, wir werden einfach nicht gesehen, weil wir einfach oben lang gehen. Und diese Eingänge sind jetzt auch alle markiert. Also man kann jetzt sehen, wo man lang gehen kann und den eliminieren kann. Da unten sitzt er drin. Aber ich gehe jetzt von oben lang, weil ich das total schön finde, von oben lang zu gehen. Und Moment. Brauch noch einen Moment. Das hätten wir auch schlauer machen können. Und? Gute Nacht, mein Freund. Schlaf gut. Das ist erledigt. Oh. Und was hast du erreicht, Bursche? Ein loses Rad in Starricks Getriebe. Ein großes zwar. Doch das reicht nicht. Euer Großmeister wird fallen. Ihr Assassinen könnt um London kreisen, so viel ihr wollt. Der Apparat, den wir erbauten, hält euch schon seit 100 Jahren stand. Und hält noch 1000 weitere.
Er ist die gesamte Stadt an sich. Wir werden euch London entreißen. Genau. Von Dryden aus? Du versteckst dich im Schatten, wie ein Feigling. Ich bezweifle es. Da ist er einfach tot. Warum macht er das jetzt?